Herzlich willkommen am Truppenübungsplatz Marwiesen in Kärnten. Mein Name ist Oliver, ich bin der Zugskommandant des Kampfmittelabwehrzuges in der Pionierkampfunterstützungskompanie beim Pionierbataillon 1. Unsere Aufträge umfassen nicht nur die Unterstützung der Polizei im Inland, sondern auch Blindgänger suchen auf unseren Truppenübungsplätzen. Weitere Aufgaben sind die Unterstützung bzw. den Truppenschutz im Auslandseinsatz am Balkan. Heute möchte ich unseren Fernlenkmanipulator Theodor präsentieren. Das ist eine Abkürzung, heißt TELEROB, Explosive Ordnance Disposal Observation Robot. Wir setzen diesen Roboter in unseren Einsätzen zur terroristischen Abwehr ein. Der Roboter besteht aus zwei Komponenten, den Roboter selbst und den Bedienstand. Zu den technischen Daten. Die technischen Daten des Roboters, er ist 120 cm lang, 70 cm breit und hat ein Gewicht von 360 kg mit den Akkus. Die Hauptkomponenten des Roboters sind die Wanne mit dem Kettenlaufwerk und den drehbaren Turm. In der Wanne befinden sich die Akkus und die Elektronik. Am Heck des Roboters angebracht befindet sich noch ein Waffenhalter und eine Trommel mit einem Lichtwellenleiter. Zum Turm. Der Turm besteht einmal aus einem Oberarm, einem Unterarm und einem drehbaren Teil. Es sind hier mehrere Kameras angebracht. Wir haben hier eine Schulterkamera, wir haben eine Kamera zum Rückwärtsfahren, wir haben eine Kamera im vorderen Bereich zum Vorwärtsfahren und wir haben hinten eine ausfahrbare Turmkamera. Folgende Geräte können auf unserem Waffenhalter am Theodor montiert werden. Als erstes ein Kabelschneider. Eine elektrische Flex und ein Akkubohrer. Ein weiteres Zubehör von unserem Roboter ist das Röntgensystem. Das Röntgensystem besteht aus einem Röntgengenerator und einem Imager, der die Bilder generiert, die wir dann auf unseren Laptops auswerten können. Folgende Waffensysteme können am Fernlenkmanipulator Theodor montiert werden. Hier am Unterarm sehen wir das 12,7 mm Telejet Long. Folgende Medien können damit verschossen werden. Ein Tornister mit Stahlkugeln mit einem flachen Kopf und einem mit einem spitzen Kopf. Weiters können wir Wasser verschießen. Die Einsatzschussweite des Waffensystems beträgt 7 bis 10 Meter. Fertig machen zum Zünden! Fertig! Zünden! Ich zünde! Weiters verwenden wir beim Theodor das Telejet Short 12,7 mm. Die beiden Waffensysteme werden verwendet im Terroreinsatz. Wir schießen auf Distanzen auf improvisierte Spreng- und Brandvorrichtungen, um diese elektronischen Schaltungen im AED zu trennen. Weiters kann man am Waffenhalter seitlich am Unterarm vom Theodor die Benelli Shotgun montieren. 12,7 mm. Diese Waffe wird verwendet, um Fenster bei Autos oder bei Häusern Türschlösser rauszuschießen. Sollte es die Lage nicht mehr zulassen, dass wir unseren Fernlenkmanipulator Theodor einsetzen können, haben wir einen schweren Bombenschutzanzug. Dieser schwere Bombenschutzanzug wird durch einen Spezialisten des Kampfmittelabwehrzuges getragen. Zu den technischen Daten. Dieser Bombenschutzanzug ist von der Firma Garant, heißt SPS 15 und ist ungefähr 40 kg schwer. Der Helm hat ein Gewicht von 12 kg. Der Hauptschutz des Anzuges befindet sich im vorderen Bereich. Hier befindet sich eine Panzerplatte drinnen. Der restliche Teil des Anzuges besteht aus einer Aramidfaser. Gegen was schützt dieser Anzug? Dieser Anzug schützt gegen Splitter, gegen Druck, gegen Feuer. We'll be right back.
Wenn ihr Interesse habt, in unserem Team mitzuarbeiten, in der Beschreibung unten findet ihr unsere Kontaktdaten. In diesem Sinne möchte ich mich mit Theodor bei euch, mit einem Pioniere wie immer, verabschieden.